Europa. Was in Europa? Ein Geld verbrannt wird in Spanien, in Italien, in Irland. Die Isländer sind wenigstens so fair und schicken uns ab und zu die Asche. Du blickst doch nicht mehr durch. Du kannst nicht mehr durchbringen. Du liest die Schlagzeilen, Regierungskrise in Dublin. Na prima, ich habe jetzt schon panische Angst vor den ganzen Benefits-Konzerten der Kelly-Family. Oder diese Schlagzeile aus Portugal, Sokrates tritt zurück. Ja, meine Herren, Sokrates, ich dachte, er wäre längst tot. Du fragst dich doch ohnehin, wer regiert denn noch Europa? Sind das wirklich noch die Regierungen? Die fallen ja im Moment um wie die Dominosteinchen. Nein, nein, wir werden längst in Europa regiert von diesen Ratingagenturen. Diese ominösen Ratingagenturen. Die wenigsten wissen, dass die Wurzeln der Ratingagenturen in Ratingen. In Ratingen, machen Sie mal Probe auf der Weine schon mal, wenn du nach Ratingen reinkommst, ja, dann gibt es diesen Ring, das ist die Wallstraße. Ja. Und in der Wallstraße in Ratingen saß die Agentur mittelmäßig und arm. Ja. Dann ging sie nach New York an die Wall Street, nennt sich jetzt Standard & Poor's und regiert die Welt. Ja. Das ist die ganze Wahrheit. Es ist doch auch die Wahrheit, alle Länder bangen doch nur noch um ihre Top Bonität, als ob die Bonität alles wäre, was wir haben, vielleicht in Bonn, aber ansonsten, alle wollen nur ihre Bonität behalten. Ungarn ist gerade auf Ramsch-Niveau zurückgestuft worden. Für Spanien sucht man zurzeit Buchstaben am Ende des Alphabets. Sogar Frankreich, la grande nation, sogar la France ist zurückgestuft worden und hat seine Top-Bonität verloren. Wer es nicht weiß, glaubt's mir. Frankreich hat nur noch 2a. 2a und jeder von euch, der sich an seine Kindheit erinnern kann, weiß, AA ist Kacke. Es ist was los, aber selbst auch in Ländern, die nicht so im Fokus stehen, ja, da gibt es wirtschaftliche Probleme. Nehmen wir nur mal Schweden. Schweden hatte immer zwei Automarken, kennt jedes Kind. Volvo ist jetzt von den Chinesen übernommen worden und Saab, meine alte Lieblingsmarke Saab, ist pleite und das tut mir so leid. Weißt du, mein erstes Auto, das war ein gebrauchter Saab, als ich damals hier in Köln studiert habe, die 4 Monate. Ja, länger hielt er auch nicht. Und die sollen nicht mehr da sein. Das kann ich nicht vorstellen. Vorschlag zur letzten Rettung. Warum übernimmt nicht IKEA Saab? IKEA schreibt seit Jahren Rekordgewinne, dann hieß es nicht mehr Saab, sondern Saab. Wer einen Eigenbau mit 16.000 Einzelteilen. Moment, ich bin noch nicht fertig. Und einem Imbusschlüssel.